allen Freundinnen und Freunden und der gesamten Welthungerhilfe ganz herzlichen Glückwunsch zu 50 erfolgreichen Jahren Welthungerhilfe. Ein guter Zeitpunkt, sowohl zurück als auch nach vorne zu blicken. Als die Welthungerhilfe 1962 ins Leben gerufen wurde, galt vor allem der Hunger in Asien als Problem. Heute geht es dort vielen Menschen wesentlich besser. Wir sprechen sogar von den asiatischen Schwellenländern als neuen Wirtschaftsmächten. Auch weltweit ist der Anteil der Hungernden glücklicherweise zurückgegangen. Hilfe zur Selbsthilfe und die eigene Initiative vor Ort haben gewirkt. Aber es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die im 21. Jahrhundert Hunger leiden müssen. Dies können wir als Weltgemeinschaft und gute Nachbarn nicht hinnehmen. Für mich heißt das, erstens, es gibt noch viel zu tun, um den Kampf gegen den Hunger zu gewinnen. Und zweitens, es ist möglich. Es ist möglich, den Kampf gegen den Hunger zu gewinnen. Mein größter Wunsch für die Welthungerhilfe ist, dass sie ihre Ziele erreicht und sich damit eines Tages selbst überflüssig macht. Ich wünsche uns allen eine Welt frei von Hunger.